was für ein geiles, cooles Intro, oder? Seid gegrüßt, liebe Leute, zum neuen Projekt auf diesem Kanal. Und zwar, wie man unschwer erkennen kann. Ja, Suikoden, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, keine Ahnung. Es wird ein 100%iges Blind Let's Play. Wiederholt sich das jetzt nochmal? Sieht danach aus. Das ist Konami, ne? Was sich da aus dem Erdboden erhebt, jawohl. Das Spiel kam ursprünglich 95 in Japan raus, 96 kam es in die USA. Es gab nie eine offizielle deutsche Übersetzung dafür. Das heißt, wir werden auch dieses Let's Play ganz normal auf Englisch spielen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und da ich nie eine PS1 besessen habe, wie das jetzt hier immer wieder neu startet, ist das ja ganz klar, dass ich das nie gespielt habe. Also, man hätte es natürlich mit Emulatoren pipapo spielen können. Bin ich, wie der ein oder andere vielleicht weiß, nicht so der Freund davon. Und ich habe mir das ganz normal im PSN gekauft. Da gibt's das nämlich. Ah, gucke mal, da geht's auch schon los. Und ja, ich weiß nicht viel über die Serie. Ich wusste gerade nicht, ob ich nichts oder nicht viel sagen soll, weil die Leute, die ich kenne, die die Serie kennen, die feiern den ersten und den zweiten Teil und sagen, dass die Serie danach schlechter wurde. Ich weiß nicht, ob ich die komplette Serie hier auf dem Kanal zeigen werde, aber Teil 2 habe ich im Original sogar hier schon zu stehen. Habe dafür ja ein bisschen was an Geld auch hingeblättert und das wird mit Sicherheit irgendwann auch noch als Let's Play kommen. Aber wir fangen natürlich chronologisch an. Checking the memory card. Yay! Oh nein! Jetzt müssen wir uns auch noch einen Namen geben. Ich weiß doch nicht, wie ich heißen möchte. Komm, der sieht auf den ersten Blick aus wie jemand, der Waldi heißt, oder? Wir nennen ihn jetzt einfach Waldi. Einfach, weil mir das jetzt hier als erstes in den Sinn kam. Ich meine, hallo, das Spiel hat mir keinen richtigen Namen angeboten. Ich konnte jetzt also als Nicht-Kenner dieser Serie nicht wissen, wie sein Name lautet. Aber Waldi ist doch niedlich, oder? Hat er mir gerade den Mittelfinger gezeigt? Ne, das war ein Daumen nach oben, ne? Das wär's ja, wenn sie den Namen scheiße finden, Mittelfinger hoch. Und ansonsten Däumchen nach oben. Nein, das war der Daumen. Ganz sicher war das der Daumen. Ach so. Das ist der Ladebildschirm. Ich dachte, jetzt fängt das Spiel schon an. Ich hoffe, dass die Ladezeiten hier kein allzu großes Problem sein werden. Ich bin so gespannt. Ich weiß so, was das Gameplay dieser Serie angeht, überhaupt nichts. Ich kann mich nicht Ich kann mich doch bewegen. Was? Man bewegt sich nur mit Steuerkreuz? Ernsthaft? Guck mal, wie sich der Boden spiegelt. Ist ja schon mal voll schön so, ne? Muss mich erstmal wieder so ein bisschen sammeln, weil das, wie gesagt, eine Ära ist, die ich nie gespielt habe. Wie gesagt, nie PS1-Besitzer gewesen. Und man vergleicht natürlich mit den wenigen Spielen, die man so gespielt hat. Also wenn ich jetzt von mir spreche, ich kenne ja nur die Sachen, die ich auf meinem Kanal schon gezockt habe. Item, Bandana, Tunic, Gloves, Boots, Medicine 6. Oh, sieht auf den ersten Blick relativ übersichtlich aus. Okay. Warum findet man das denn bei Item und was ist dann bei Equipment? Ach so, hier kann ich das jetzt wahrscheinlich zuordnen oder so. Da hat er das schon. Bandana hat er dran. Tunik. Soll wahrscheinlich Tunika heißen. So, kann ich jetzt irgendwo... Ach, da oben sehe ich den Statuswert. Okay. So, warum trägst du kein Schild, Kollege? Brauchst du das nicht oder kommt das noch? Gloves hat er an. Und Boots trägt er auch. Ich würde sagen, das kann man so lassen. Warte mal, sehe ich bei den Items irgendwo, dass das ausgerüstet ist? Wahrscheinlich, weil das so türkisfarben ist, ne? Was ist das da unten? 17 Energie. Die Nuller kann ich noch nicht so ganz zuordnen. Bestimmt irgendwas mit Zauber oder so. Und Level 1. Okay, warte mal, was steht denn da unten? Party-Item? Was ist das? Damit kann ich noch nichts machen. Ich kann da zwar raufgehen, aber ich kann damit nichts machen. So, hier haben wir Strength. Oh, das sind aber viele Statuswerte. Also Experience, Power, Speed, Attack, Skill, Magic, Armor, Defense, Arm? Armor? Was ist der Unterschied zwischen Armor und Defense? Oder ich übersetze gerade irgendwas falsch. Und Luck, würde ich jetzt so spontan sagen.
Ja, keine Ahnung. Also wer sich damit besser auskennt, der möge mich gerne korrigieren. Was haben wir hier? Runen, die wir irgendwie doch nicht haben. Formation ist jetzt wahrscheinlich noch irrelevant. Zeig mal her, dein Gesichtchen. Dass da irgendwas Rotes am Auge, Kumpel. Nicht so viel kratzen. Equipment hatten wir und Setup. Message Speed. Ich habe noch keine Textbox so richtig gesehen. Windows Setup. Transparent. Ja. Kann eigentlich so bleiben. Ich bin am Überlegen. Ich muss mich erst daran gewöhnen, dass man mit dem, na sag schon, mit dem Stick nicht steuern kann. Das ging bei allen anderen PS1-Spielen, die ich bisher gezockt habe. Außer hier. Lass mich mal kurz gucken. Was ist denn Opacke? Ich möchte bitte einmal den Opa-Stil. Ja, ich glaube, ich lasse das so. Also für die Lesbarkeit ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Also wenn ich mich noch bescheuerter fortbewege als sonst, dann liegt das daran, dass ich das mit dem Steuerkreuz navigieren muss. So, fangen wir mal bei dir an, der du hier mit Schuhen auf dem Teppich stehst. Ich dachte gerade, der Teppich hat sich auch gespiegelt, aber nee, hat er nicht. So, wie quatsche ich jetzt mit denen? Der ist Theo, ja. What's the matter, Baldi? Are you nervous? Don't worry, the audience will be finished quickly. Just be the way you always are. The Emperor is stern, but there's nothing to be afraid of. Okay. Habe ich zur Kenntnis genommen. Master Tio, Master Valdi, the Emperor will receive you now. Please come this way. Oh nein, ich wollte mich doch eigentlich noch umgucken. Super. Erster Dialog direkt dahin, wo ich nicht wollte. Theo McDowell, General of the Imperial Army and his son Waldy McDowell. Das ist voll der Zungenbrecher. Ich hätte ihm eher so einen englischen Namen geben sollen. Here for an audience with the Emperor. Okay. Oh ja, die Musik wird episch. Oh Gott, so viel Publikum. Guckt mir nicht alle ins Gesicht. Ich bin doch schüchtern. Guck mal, wie grimmig die Person da links guckt, die da steht. Ist das eine Frau? Bestimmt, oder? Richtige Hexe. Zumindest vom Gesichtsausdruck her. Ja, Barbarossa. Fehlt da nicht ein S? Welcome to you. How are things? Much as they were when we fought together in your war of succession, your highness. Impressive words, do you not agree, Windy? Ah, das ist Windy. Ah, guck mal, wie schelmisch die auch da guckt. Was hatten die für eine undefinierbare Haarfarbe? Indeed, they are the words of a great general. Theo. Ich will mal Theo sagen, dabei fehlt dann H. I am sure you are aware of the troubling activity in the north. Would you be willing to travel there to protect the border? Können wir mitkommen? Our disputes with the United City States of Joestown are complicated, but with General McDowell in charge, we can rest assured. Muss mich erstmal an die Schrift gewöhnen hier. My beloved sword Bragg has brought me luck on countless occasions. I would like you to have it. Take it with you. Schade, ich dachte, er meinte uns, aber vielleicht bekommen wir das ja irgendwie anders, anderweitig. Vielleicht kann man hier klauen oder so. Thank you, Your Highness. I, Theo, swear not to disappoint you. You have my blessings. Good luck, Theo. Okay, und wer sind wir? Kennen wir einander? So, you're Theos boy, Valdi. Theos Boy, als ob ich sein Toyboy wäre oder so. Quite an impressive little countenance. Listen, Waldi, would you be willing to give the Empire a helping hand while your father is protecting the northern border? Wir sind mal nett, ne? Yes, Your Highness. You already resemble your father. I shall look forward to seeing you grow into manhood. Thank you for your kind words, Your Highness. Commander Grace. Boah, wenn der scheiße ist, nenne ich den Kretze. Of the Imperial Guard will be Master Waldi's Superior. Okay. What an attractive young man you are. Good luck to you, Waldi. Dankeschön. We had better be going, Your Highness. I'm relying on you, Theo, and Valdi, I hope your efforts will surpass your father's. Naja, setz mich mal noch mehr unter Leistungsdruck, weißt du? Und dann wundern sich alle, wenn sie zu saufen anfangen und Drogen nehmen. Let's go. Kriege ich auch noch ein Tutorial? Hallo? Na, der klebt mir aber ganz schön an der Poperze. Hallo?
Noch nie was von Sicherheitsabstand gehört? Hier ist rutschig. Okay. Das ist gerade total irritierend, wie nah die an mir dran laufen. Irgendwie witzig. Why, Master Waldi, was Lady Windy at the audience too? I've heard that she bears a close resemblance to Lady Claudia. He still mourns her passing. Okay. So, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie das Spiel so tickt. Reden die Leute hier zweimal, wenn man... Also sagen die mehrere Sachen oder reicht einmal anquatschen? The audience is over. Be off. I mean, please be on your way. Phew, got that one right. Mhm. Okay, also bisher hat sich das noch nicht gelohnt, irgendwen zweimal anzulabern. The audience with the Emperor is over, please depart. Hab ich aber noch nicht vor. Ich bin voll dicke mit dem, weißt du, ich darf hin, wo ich will. Nee, darf ich nicht. Die halten mich hier wirklich auf. Okay. Also hätte ich drin jetzt keine Chance gehabt, mit allen zu reden. Doch, wenn ich vielleicht am Anfang meinen Vater hier nicht angequatscht hätte, ne? Und dann hätte es vielleicht funktioniert, aber jetzt ist zu spät. So, kann man denn hier irgendwas plündern? Oder ist das so ein Spiel, wo du deutlich erkennst, was plünderbar ist? Da tickt ja auch immer jedes Spiel so ein bisschen anders. Wer bist du? Kasim Hazil. Ah, Theo, it looks like you've brought the fine son into this world. I envy you. Mach doch auch. You're embarrassing me, Kasim. Huh. Is it my turn yet? Considering that I, Kasim Hazil, am one of the five great generals, this is a terribly long wait. Okay, der hat zwei Sachen gesagt, im Gegensatz zu den anderen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das mit dem Steuerkreuz relativ komfortabel. Ich habe früher richtig gerne mit Steuerkreuz gespielt, auch schon auf dem Super Nintendo. Ich habe mir das erst abgewöhnt auf der Xbox, weil ich da das Steuerkreuz so... scheiße und so unpräzise fand. Obwohl das Xbox-Pad eigentlich mein Lieblings-Pad ist. Also, wenn man halt nicht gerade das Steuerkreuz benötigt. So, liegt für mich einfach besser in der Hand. So, was haben wir hier denn Schönes? Hier ist bestimmt eine geheime Wand, oder? Da kann ich bestimmt was ausboosten. Nein. Ich weiß nicht, wie das hier mit Secrets und so ist. Wir werden es noch herausfinden. This is Crazy's Room. You'll be reporting to him starting tomorrow. Go and introduce yourself. Warum kennen die mich denn hier alle noch nicht? Bin ich gerade eben erst angekommen? Wurde ich gerade erst geboren, geworfen? Don't worry, I'll be right here waiting for you. Okay. Okay, Papi. Ich schreie ganz laut, wenn der Mann hier böse ist zu mir, ja? Hi, Craze. Oder so. Hey, so you're Tio's boy. What's your name, Waldi? I couldn't care less if you're the son of a great general. You'll get no special treatment here, understand? Now go on home. Work begins tomorrow. Report your first thing in the morning. Okay. Ich glaube, der mag uns nicht. Are you still here? I told you to go home, didn't I? Hey, work begins tomorrow. Don't be late, understand? Okay, das beruht aber auf Gegenseitigkeit, weißt du? Ich mag dich nämlich auch nicht so gerne. Sagst du was anderes, wenn ich dich von hier anquatsche? Nee, tust du nicht. Hätte ja sein können. Habe ich schon mal erwähnt, dass die Musik im Hintergrund voll süß ist irgendwie? Mir fällt gerade kein besseres Adjektiv ein. Did you introduce yourself? I must admit, I'm quite surprised that you've been assigned to such a weakling, but well, let's get going. Grameo must be worried sick. Wer ist Grameo? Hält er sich Gremlins zu Hause? Ich wollte aber nur mit den Leuten reden. Papa, nein. Was machst du? Ich bin schon erwachsen. Wahrscheinlich nicht. Ich kann selbst entscheiden, mit wem ich reden will. Ich mag das nicht. Warum reißen wir uns nicht einfach los? Was? Was stand da? Greg Minster oder so? Alter, das sieht überhaupt gar nicht nach... Krotzkrübel aus oder so. Secret of Evermore? Was? Krotzkrübel? Ich bin mir nicht sicher. Grameo! Der hat aber eine fette Narbe. Guck mal, der hat sich gleich das Xbox-Zeichen in die Wange geritzt. Welcome home, young master. How did it go? Was everything okay? Were you nervous in front of the Emperor? I was so worried, but I guess everything went fine. Achso, das haben wir, glaube ich, gerade gesagt zuletzt, oder? Nee, das hat auch er gesagt. Guck mal, wenn man... ihn so sieht, sieht das fast aus wie ein Mädchen, oder? You shouldn't worry so much, Grameo. Oh, Master Theo, I didn't notice you at all.
Didn't notice me? Good grief, the only one you seem to care about is Valdi. Sorry, Master Tio. Wie stehen wir denn zueinander? By the way, young master, Ted is here to congratulate you. Oh my god, the stew, the stew! Ein sehr aufgewecktes Kerlchen, finde ich gut, könnte noch witzig werden mit dem. So, bevor ich jetzt irgendwas mache... Jetzt kann ich mich ja also umschauen. Das ist gut zu wissen. So, wir fangen jetzt mal ganz ordentlich an, so wie sich das gehört. Ich möchte das Spiel absolut in Gänze für mich kennenlernen und werde mich hier nicht unter Druck setzen, sondern das so spielen, wie ich es auch für mich alleine spielen würde. Das hier sieht so schön aus. Das Wasser ist irgendwie total toll gemacht, aber ich bin ja sowieso... Also wer Wasser einbaut und Wassergeräusche, der hat mich sowieso schon für sich gewonnen. Ja, ich bin leicht zu begeistern. Aber, ja, so ist das manchmal. Bisher macht das Spiel nicht viel falsch, aber wir wissen ja auch noch nicht so viel drüber. Shining Armor, okay. Das erste Mal, dass er hier irgendwas in der Umgebung kommentiert. Sagst du dazu auch was? Nö. So, wer seid ihr denn? Say, General Tio's son, how you've grown. Wie alt sind wir denn? Kann mir das jemand sagen hier von euch? Oder vielleicht von euch oder von euch? Hey kid, where did you come from? The Emperor is upstairs and Commander Crace's room is next door. Okay, ich will mit diesem Commander Crace nicht mehr zu tun haben. Hoffentlich sehen wir den nie wieder, aber wahrscheinlich doch. Yeah, just look at these shiny boots. I've dreamed of joining the Imperial Guard since I was a little kid. Okay. Ja, so hat halt jeder seine Träume, ne? Ja, nee, wir müssen uns ja morgens bei Crace nochmal melden. What? Ich glaube, ich habe was gefunden. Oder? Achso. Bits. Ich glaube, ich habe bei all den Spielen, die ich in meinem Leben schon gespielt habe, und das waren so einige, noch nie von einer Währung namens Bits gehört. Das ist auch mal wieder was Neues. So, gab es vorher auch schon so eine Ritterrüstungsgedönse? Ich muss mal nur ganz kurz gucken. Ich glaube aber... Ach, guck mal, der steht jetzt hier auch gar nicht mehr. Jetzt sag bloß, ich komme hier auch rein. Natürlich nicht. Das war so klar, aber ist auch nicht schlimm. Kann man hier irgendwie rennen? Bei Illusion of Time muss man ja zweimal, glaube ich, in die gleiche Richtung. Warte mal, ich versuche mal, wenn ich eine Taste halte. Nee. Das sowieso nicht. Mm-mm. Über die Schultertasten vielleicht? Nee. Also der hat ein ordentliches Lauftempo, aber hätte ja sein können, dass man trotzdem noch schneller laufen kann. So, wer bist du denn? Stopp! Something's going on up north, but there's nothing to worry about. General Tio's going there. Verlassen sich alle blind auf unseren Vater. Ich wette, der wird sterben. Wir werden bestimmt seine Mission fulfillen müssen oder so. How wonderful it is that you'll be working under His Majesty the Golden Emperor Barbarossa. It's like a dream come true. Ich höre mal Barbarossa sagen. Aber wenn da nur ein S steht, dann ist das ja Rosa und nicht Rossa. Versteht ihr, was ich meine? So, was ist das hier für ein Raum? Kann man hier einziehen oder so? Guck mal, nur eine Tür einbauen und schon hätten wir unser Zimmer. Hier unten ist aber eine Tür. Oder? Das ist so eine Tür. Also auf jeden Fall kann ich damit nicht interagieren. Es sei denn, ich habe den ultrageheimen Knopf dafür noch nicht gefunden. Hi. Lady Windy, the new court magician, bears quite a resemblance to the late Lady Claudia. Okay. Ich glaube, die Lady Windy, die wird bestimmt irgendwann noch mit uns reisen. Habe ich so ein Gefühl. Das sind übrigens alles nur Fragen, auf die ich keine Antwort haben möchte. Also bitte nichts spoilern, was hier irgendwie so in Story-relevante Richtung geht. Denn ich bin jemand, der freut sich immer wie verrückt, wenn man neue Charaktere mit ins Team bekommt. Und ja, wenn einfach so Dinge passieren, mit denen ich einfach nicht rechne. Und selbst wenn ich mit denen rechne, dann freue ich mich manchmal wie ein Schnitzel. Kommt immer auf die Situation an. So, komme ich hier nicht vorbei? Nein, natürlich nicht. Unser Valdi ist wohl ein bisschen zu fett. Aber guck mal, Valdi und Windy würde irgendwie passen, ne? Wenn die irgendwann ein Paar werden. So. Hey Kid, did you see General Tio pass just now? It sure is exciting to be in the capital. What, your son? Really? Ja.
Boah, wie der mich anguckt. Mir fallen gleich die Augen raus. Autogramme gibt's allerdings erst später. They say the real reason for General Teal's trip is to put down the rebels. They call themselves the Liberation Army, but they're nothing but traitors. I'll finish them someday. Ja, ne, mach mal. Was heißt denn someday? Du siehst schon relativ ausgewachsen aus. Ist wohl noch zu schwach oder zu feige. Wer weiß das schon. Vielleicht auch zu untalentiert im Kampf. Ich weiß nicht, wonach die Leute... Das sieht schon wieder ein bisschen nach Wüste aus da rechts. Ich will nicht direkt zu Beginn in eine Wüste müssen. Do you know what Lady... Was? Lecknut, who lives in Magician's Island, is not at all inferior to Lady Windy. Do you know that Lady... Habe ich irgendwie einen Fehler eingebaut? Nee, is not at all inferior to Lady Windy. Two sisters, both beautiful. The world really is unfair. Ja, so ist das manchmal. Kann man sich nicht aussuchen. Ah, hier geht's noch weiter. Hallöchen. What's the matter with that dirty old Grace staring at me with those nasty eyes? I don't like that fat assistant commander either. Ja, da haben wir was gemeinsam, wollen wir uns zusammentun, Schnecke. Ich finde das gut, ich teile deine Meinung. Ey, guck mal, ich habe den noch nicht mal gesehen und der war mir schon unsympathisch, einfach weil sein Name so prädestiniert war, um daraus eine Krätze zu basteln. So, Gott sei Dank, keine Wüste. Wüsten sind ja, für die Leute, die mich nicht kennen, so meine absoluten Hassgebiete. Nicht in allen Spielen, aber es gibt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass mir Wüstengebiete einfach nicht zusagen. Denn sie sind groß, sie sind nervig, sie sind unübersichtlich, sie ziehen sich, sie haben häufig total nervige Gegner, sehen in der Regel alles andere als schön aus und gibt genügend Gründe, Wüsten zu hassen. Und ich hasse ja auch so als Privatperson Hitze und Sommer und alles, was damit dranhängt. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Assoziation, die mich da abschreckt. So, Greg... Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Greg Minster oder Minister? Jetzt zeigt er mir das nicht an. Toll. Kann ich das hier irgendwo noch mal sehen? Wo ist denn... Achso, mein Party-Item. Ich habe gerade mein Party-Item-Fensterchen vermisst, aber da war es ja noch. Oh. Ich immer instinktiv an den Analogstick rapsche. Die Musik ist echt schön. Wow, ich bin so gespannt, wie das Kampfsystem hier ist. Oh, da ist aber eine fette Villa. Da scheint irgendein Stadtoberhaupt zu wohnen, würde ich jetzt mal tippen. Wie schön die Häuser auch gemacht sind, oder? Guckt euch mal die Dächer an. Warum sind Häuser im Real Life nicht mehr so schön? Man muss ja sagen, nicht mehr, ne? Früher wurden ja, ich sag mal, in abgewandelter Form auch solche Häuser gebaut. Wobei natürlich nicht für das gängige Fußvolk, ne? Sondern wahrscheinlich eher so... Ja, Leute mit entsprechendem Rang und Namen, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. So, können wir hier irgendwas mitnehmen? Da ist irgendeine grüne Box oder sowas. Was bist du? Bestimmt voll die Spielkonsole. Eine Spielkonsole in einem Spielkonsolenspiel. Das gab's, glaube ich, schon. Ich kann zwar gerade kein Spiel benennen. Guck mal, hier brutzelt die Suppe vor sich hin. Eigentlich könnte ich das Haus für mich voll beanspruchen. Hier gibt's alles, was man braucht, ja. So, was haben wir hier? Ah, immerhin bist du gewohnt, Haus. Hi, alter Mann. I tell you something interesting. Do you know what rune crystals are? They contain incredible power. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, okay, das ist jetzt das Interestingige. Ich dachte, der erklärt mir jetzt ein bisschen, wie ich da Spicy Stew... Kann ich da was mitnehmen? Nee, ich kann nur feststellen, dass es sich dabei darum handelt. Aber gut, wir wollen ja auch alte Herren nicht beklauen. Ach, guck mal, ins Bett legen kann ich mich auch. Cool. Springen oder so geht hier nicht, ne? Brauche ich auch nicht unbedingt. So, ja, wo wird jetzt der richtige Weg sein? Doch bestimmt in unserem Haus, oder? Oder in diesem hier? Ich finde, das sieht auch sehr auffällig aus. Ich gehe mal erstmal die anderen Wege ab. Wer bist du? They say they're excellent blacksmiths in Linen Camp. A friend of mine brags about the blade he had sharpened there. Maybe I should go there to have my sword sharpened. Ja, kenne mich hier noch nicht so aus in eurer Welt. Sollten wir uns jemals antreffen, nachdem ich dort war,
bestätige oder widerlege ich dir das gerne. Hallo, schöne Frau. I miss those days 7 years ago. The Emperor was a wonderful person back then, but now... Uh-oh, nicht schon wieder ein Emperor, der unter bösem Einfluss steht von irgendwelchen Strippenziehern, die da im Hintergrund wieder die Welt verseuchen wollen oder so. Hot Stew, ouch. Das hast du davon, wenn du mit deinem Patschehändchen überall hinlangst. Mich würde am ehesten interessieren, ist das deine Lupe auf dem Bild? Nee, das würde mich nicht am ehesten interessieren, sondern am ehesten würde mich interessieren, ob wir erwachsen sind oder noch Kind. Weil bisher war ja nur die Rede vom Sun, aber gut, Sun kann ja alles sein, ne? So rein vom Aussehen, wenn man das überhaupt ja, beim Spiel mit diesem Jahrgang sagen kann, würde ich den irgendwie auf 16 schätzen oder so. Aber wir gucken mal. Hi. Welcome. Can I help you? We will see. Erstmal appraisen wir eine Runde mit Valdi. So, wo sehe ich die Preise? Ah! Was? Guck mal. Ist das geil? Wie kommt man darauf, so ein Entengequake einzubauen, wenn irgendwas nicht geht? Ich feiere das gerade so. Ja. Okay, genug gelacht. Warum kann ich jetzt hier nichts einstreichen? Ich meine, ein bisschen Knete habe ich ja. Könnte ich theoretisch was verkaufen? Ja, das ginge. Da bekomme ich oben sogar direkt angezeigt, was ich dafür kriegen würde. Aber okay. Das Gequake war es mir gerade wert. Gut zu wissen, was einem hier für eine Geräuschkulisse geboten wird. Und du so, take a look at this urn. I didn't think it was worth anything because it was left behind by a furball. But when I had it appraised, wow, it turned out to be a Saladin urn. Lucky for me. Welche meinst du denn? Eine von denen, die da hinten steht. Warte, ich will nur erstmal gucken, ob er noch was sagt. Hiervon irgendwas? Warum sitzt hier keiner auf dem Teppich und spielt mit Schlangen, die aus der Urne kommen? Gibt's hier irgendeine besondere? Nee. Ja, in Zelda könnte man die jetzt alle aufheben und rumschmeißen, ne? Ey, da vergeudet man aber auch viel Lebenszeit. Ich muss das echt in jedem Zelda-Spiel immer tun. Egal wie alt ich bin, egal von welchem Teil wir reden, alle Krüge müssen kaputt gemacht werden. Oh, hier ist gut besucht. Sprechen wir mal mit der Dame am Empfang. Come in, come, say, if it isn't Master Tio's boy. What's up? If you want a rest, you should go home. You're a bit young to be in here, aren't you? Okay, also sind wir doch noch minderjährig, würde ich sagen. Stay, don't stay, safe. Okay, checking the memory card, Trommelwirbel. Create a new save file. Genau das möchte ich tun, bitte. Don't remove memory card. Ich habe ja keine, ich spiele auf der PS3. So, Valdi, Level 1, Gregmin. Sehr schön. Ja, Override. Nee, ich bin ja fertig. Ich bin ja fertig mit Speichern, war mir eine Ehre, vielen Dank. Oh, you've come at the perfect time. You can help us decide. Decide what? Who do you think is the most powerful of the six? I mean, 5 great imperial generals. Ich kenne die doch noch nicht mal. Woher soll ich das wissen? Hast den Falschen gefragt. Muss ich erst noch studieren gehen? Lady Sonya Shulin, Commander of the Imperial Navy. Not only a swordswoman, but a magician as well. And beautiful to boot, Lady Sonya is the greatest, don't you agree? Frag mich doch nicht zu Leuten, die ich nicht kenne. Ich muss mich erst in die Materie reinlesen und mit jedem mal ein paar Worte wechseln. General Kazim Hazir, the best swordsman among the 5. The greatest swordsman is the greatest general, of course. Naja, mal gucken. Also menschlich fand ich den ja jetzt nicht so sympathisch, aber wir kennen uns ja auch noch nicht so wirklich. Who's the greatest general? General Commander Roseman, of course. He's defended Emperor Barbarossa countless time. Okay. General Commander is a truly great soldier. I admire him. Die Namen kann ich mir eh alle nicht merken. Ich hoffe, dass ich das auch nicht muss, weil jeder haut hier irgendwie einen neuen Namen raus.
Ey, das sieht doch aus, als könnte man die ganzen Dinger... Warum kann ich nicht... Hä? Irgendwie ist das Spiel hier sehr komisch programmiert, weil wenn ich nach rechts laufe, dann geht er automatisch hier nach oben und nach unten. Ich kann nicht nach rechts gucken, um so einen Krug mal zu greifen, zu versuchen. Das war echt gutes Deutsch und so. I think General Milish... Milik oder so. The Flower General is powerful too. Top class expertise in swordsmanship and magic and always so well dressed. Ich muss hier alle nebeneinander mal sehen. Und mal gucken, wie die so drauf sind. Ich meine, irgendeinen Grund wird es ja haben, dass sie ihren hohen Rang allesamt haben. Deswegen will ich keinem irgendwie sein Talent absprechen. So, was haben wir hier? Sieht aus wie so ein kleines Bonsai-Bäumchen oder so. Ah! Hier geht's noch weiter. Das habe ich gerade perspektivisch nicht so ganz greifen können. Capital my food, living the high life all by themselves on our hard-earned taxes. Okay. Ja, die scheinen ja aber gut besucht zu sein. Guck mal, Drillinge. Die Drillinge haben sich einquartiert und nehmen sich trotzdem nicht ein Zimmer. So, this is the Imperial Capital of Dragminster. It's worlds away from the poor village I was raised in. Ich wette, da kommen wir auch noch hin. Schade, dass er uns nicht sagt, wie der Ort heißt, wo er aufgewachsen ist. Und du so? Hey, how about accompanying me on a journey? Travel is fun. Unseen vistas, new friends and romance. Yeah, let's go. Well then, now that we're fellow travelers, I'd be grateful if you'd pay my bill for me. Das war klar. Gar nicht eigennützig oder so, ne? So, jetzt wiederholt er sich, ne? Nee, ich reise dann lieber alleine. Oder mit meinem Vater. Da kann mir wenigstens nichts passieren. Meine ich zumindest. So, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Das sieht nicht danach aus. Geht's hier noch weiter? Ja. Was ist das hier? Der Versammlungsraum oder was? Hier gibt's bestimmt immer Essen oder so. Essensausgabe. Richtig schön aus dem Trog. So ein richtig 5-Sterne... So ein richtiges 5-Sterne-Hotel. Warte mal. Habe ich hier schon geguckt? Das sieht so auffällig aus. Wenn so Krüge ganz einsam und unbeachtet und verlassen in irgendeiner Ecke stehen, dann ist das immer ein bisschen auffällig, ne? So, wen haben wir sonst noch hier? Hallöchen. I'm from a village to the east called Rockland. I seem to have lost my way. Could you please tell me where Master Milik lives? What? Is that it? That ugly, I mean, unique house? Thank you very much. Ach so, die meint bestimmt, dass da im Nordwesten, ne? Also ugly fand ich das jetzt nicht. Komme ich jetzt raus? Oh oh. Ach so, ich dachte... Ah, guck mal. Hier wird es bestimmt auch Zufallskämpfe geben. Aber das möchte ich jetzt erstmal noch nicht drauf ankommen lassen, denn wir haben ja hier noch ein bisschen was zu begutachten. Das sieht nach zwei weiteren Läden aus. I wouldn't shop here if I were you. You'll get cheated. Shut up! If you're getting in the way of my business, get out! Get out of here! Ist doch gut, wenn sie aufpassen. Ich wollte eh nichts klauen. Okay, ja, die haben sich lieb. So, gibt's da sonst noch was? Nö. Dann gucken wir mal, was bietet ihr denn Schönes an? How do you do? Ich weiß, der hat gerade eine ganz andere Stimme gehabt, aber egal. Ach so, hier kann ich eigentlich wirklich nur einkaufen. Das wurde vorhin ja irgendwie anders genannt, ne? Ich weiß nicht, wie lohnenswert es dafür jetzt Geld auszugeben. Wie lohnenswert es ist. Ich unterschlage hier, glaube ich, gerade ein paar Worte. Und was hast du hier? Was hast du hier? Bandana. Warum mit zwei N? Ist doch auch falsch, oder? Schreibt man doch mit einem, auch im Englischen, oder nicht? So. Ach, guck mal, unser Name wird rot und grün, je nachdem, ob es besser ist oder nicht. Also ich würde am ehesten noch zu so einer Leathercoat tendieren, aber nicht, dass wir die bald bekommen. Ich bin überfordert. Das Spiel hat noch nicht so ganz begonnen und... Ich bin mir trotzdem noch nicht sicher, ob ich mein Geld ausgeben möchte. Have you ever heard of rune crystals? You can have them attached to you by a rune master that gives you magical powers. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch einen rune master finden. Jetzt sag bloß, das ist einer. Man sieht aus, als würde er auf der Kugel stehen, so ein bisschen.
Welcome. May I help you? Maybe. Das ist so geil. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut hören könnt, weil ich das auch eher leise so in meinem Headset höre, aber es ist einfach so witzig. Mal gucken, im zweiten oder dritten Part finde ich es wahrscheinlich nicht mehr witzig. Keine Ahnung, wie lange es dauert, bis ich mich daran gewöhne, aber jetzt aktuell feiere ich das noch total. So, da kommen wir nicht weiter. Da unten waren wir schon und das hier war doch unser Haus, ne? Ah, guck mal, da sitzt noch jemand auf der Bank. Den wollen wir natürlich nicht ignorieren. Wer sind sie denn? It's so beautiful here. Kirkminster was virtually destroyed during the Seven-Year War of Succession. Yet now it's so beautiful, all thanks to the Emperor. Bless him, bless him. Okay, aber ein Poster muss ich mir nicht aufhängen, ne? Ja, finde ich ganz okay. Ich weiß nicht, ob das nicht zu wenig ist und ob ich dafür nicht gehangen werde hier, aber naja, hat ja keiner gehört, ne? So, you there, what are you doing around here? This is the home of the Imperial General Theo McDowell. What? Your General Theo's son? Excuse my rudeness, sir. Du solltest generell netter zu Leuten sein, auch wenn ich nicht der Sohn wäre. Ich habe nichts gemacht. So, was ist das für ein Haus? Hi, milady. Ever since she heard about General Theo's northern assignment, Lady Sonia has not looked well. Okay, wohnt sie hier? Kann ich sie mal sehen? Ah, okay. Die sticht so ein bisschen heraus, so ein ganz kleines bisschen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich werde erstmal gucken, ob ich sie beklauen kann. Ich will ihr direkt zeigen, wie sehr ich sie respektiere. Sonjas Diary. Oh, I heard that General Theo is going north. Since he is a soldier, it's only natural. But still, my heart is bleeding. I hope he returns unharmed. Aha. Da steht wohl jemand auf unseren Vater. Hast du etwa ein Auge auf ihn geworfen? Warm Stew. Hi, und wer bist du? Ups! Das ist unser Vater. Oh, scheiße. Wäre ich mal zuletzt hier hingegangen. Waldi, you must speak with Sonia. You go on home first. Was? You go on home first? Also geht's jetzt hier weiter? Oder? Nee, ich muss zuerst nach Hause. Sonia schulen. Waldi, after tomorrow you won't be able to see your father for a while. Better spend time with him while you can. Don't be a fool, Sonia. Waldi, you're not taking this seriously either, are you? Ich weiß nicht, ich möchte nicht in eure Streitereien verwickelt werden, bitte. Ja, ich gehe ja gleich nach Hause. Okay, und sie wiederholt sich. Lass mich erstmal an den Anblick gewöhnen und mir das alles so ein bisschen verinnerlichen. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich noch keine Meinung zu unserem Vater oder so. Ist ja auch alles noch ganz frisch, aber ich bin auch gespannt so auf die ganzen klassischen Dinge, ne? Wie ist der Bösewicht konstruiert? Wie stark spielt hier die Story eine Rolle? Ist das eher so ein actionlastiges Spiel? Also der zweite Teil soll ja irgendwie so das Serienhighlight sein, habe ich zumindest oft gehört. It's so many country bumpkins wandering about. The capital is going down the drain. Don't you agree? Achso, oh, das ist ein Kerl. Entschuldigung. Entschuldigung für die etwas feminine Ausdrucksweise. Sorry. Wow, so this is Kirkminster, the Imperial Capital. Sure is different from my hometown in the boonies. Irgendwie sagen alle, dass das hier anders ist als die eigene Hometown. Also, es ist auch anders als meine Hometown, ne? So, warte mal, wann hier das dicke Haus? Auf der Seite, da können wir noch mal kurz einen Blick reinwerfen. Denn unsere Mission, in Anführungsstrichen, scheint ja darin zu bestehen, schlafen zu gehen. Was denn hier? Hemd, Red Cape. Okay. Lame Tuxedo. Big Feathered Hat. Ist das hier ein Klamottenladen oder was soll das sein? Floral Shirt. Ich muss jetzt leider alle durchgucken. Leopard Patterned Cape. Verkauft der auch was? Pink Boots. Ja, zieh dir die mal an, weil die steht hier bestimmt total. See-through Bodies. Okay, interessant. Striped Slacks. Vielleicht sind wir auch in einem Sexshop gelandet. Ich weiß es nicht. Sea Otter T-Shirt. Nee, vielleicht auch nicht.
Also der scheint hier wirklich alles zu haben. Watermelon Pattern Summer Sweater. Interessant, interessant. Khaki Riding Pants with Golden Butterfly Embroidery. Aha. Elegant Party Dress with Peacock Feathers. Wow. Gibt es hier irgendwas Skurriles, was wir noch nicht gesehen haben? Very Long Hand Woven Scarf. Black and Red Half Coat. Black and Red, das ist ja genau meine Farbe hier. Nehme ich Peppermint Green Blazer. Okay, das wohl eher nicht. A leather Jacket with Rivets, Spikes and Safety Pins. Interessant. Also hier wird wahrscheinlich jeder fündig. Triangular Hat. Negligé. Oha. Aber wirklich ein System hat er hier in seinem Laden auch nicht, ne? Fine Fur Cape with Sapphires. Aha. Fruit Printed Tie. Check, was? Checkered Barrett? Checkered, was denn Checkered? Kenne ich nicht das Wort. Orange Tights. Rainbow Colored Pantaloons. Und Green Suspenders. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Was die einzige Person, die hier rumsteht, zu sagen hat. Wobei, da geht's ja noch nach oben. What is Master Milik up to? If he doesn't hurry, he'll miss his audience with the Emperor. Master Milik, it's time to go. Okay. Also wird er sich jetzt oben aufhalten, nehme ich mal an, ne? Sonst würde der den ja nicht rufen. So, kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Nope. So, dann gucken wir mal, Meister Milik. Oh, okay. Wow, noch mehr Schränke. Von wegen Kleiderladen, der lebt hier einfach und hat irgendwie einen totalen Modefetisch, kann das sein? Sieht schon so ein bisschen danach aus, finde ich. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Hey, Kumpel, du hast echt eine hässliche Kopfbedeckung, darf ich das mal so sagen? Milik Oppenheimer. This outfit is nice, of course, but the colors on this one match better. Young man, which do you like? Say, aren't you Tio's boy? Of course, you're Waldi. I was caught by the Emperor, and of course I must show him my exquisite taste in clothes. Verstehe. Schade, dass wir nicht mitentscheiden dürfen. Ich hätte ihm gern gesagt, welche Farbe ihm mehr steht. Aber jetzt wissen wir wenigstens, warum er nicht runterkommt, ne? Ja, nicht nur Frauen sind so, wenn es um die Schwierigkeit der Kleiderwahl geht, sondern manchmal auch die werten Herren der Schöpfung. So, ich glaube, ansonsten waren wir in allen Häusern drin. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir unmittelbar unser eigenes Haus aufsuchen, dann übernachten. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass wir dann auch schon in die große, weite Welt ausreisen werden und uns das Kampfsystem mal ein bisschen genauer angucken können. Das heißt ein bisschen genauer, wir haben es ja noch gar nicht gesehen, ne? Gut, ihr Lieben, für heute soll es das aber gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao!